Hallo. In diesem Beispiel möchte ich zeigen, wie man in Hikart eine Position von Logical.D eventuell, wo die Profilquerschnitte nicht richtig übergeben werden, optimieren kann, damit die 3D-Darstellung sauber ist. In diesem Fall sieht man hier fehlen die Sockelprofile, aus dem Grund, weil die einfach doppelte oder überlappende Linien im Logical haben, und ich möchte hier zeigen, wie man das optimieren kann, damit die Darstellung einfach richtig gestellt werden kann. Das heißt, als erstes lösche ich hier einfach mal diese Position und importiere mir diese Position erneut, um einfach herauszufinden, um welchen Querschnitt es sich hier handelt. Ich nehme hier mein Projekt und wähle diese Position nochmal aus. Das heißt, ich sage hier mit allen Bearbeitungen. So, und jetzt bekomme ich die Meldung, dass die Skizze nicht geschlossen ist. Das heißt, in diesem Fall bekomme ich auch die Liste, welche Profile hier nicht sauber sind. Das heißt, ich werde hier dieses Profil FRS 32806, also das Sockelprofil, dahingehend abändern, damit es auch richtig ist. So, als erstes gehe ich ins Logical, gehe unter meine Systemdatenbanken in die Artikeldaten. Wähle hier die Serie aus, das heißt FRS, den Hersteller, und lade meine Position, das heißt 32806. Und zwar geht es hier um dieses Profil. Ich kann mir dieses Profil hier im Logical natürlich anzeigen lassen, und im Grunde genommen kann man sich vorstellen, es geht hier um diese Linie, weil die hier eine Linie ins, sage jetzt mal, unter 0 gezeichnet wird, und dies kann Hikart einfach nicht auswerten. Das heißt, als erstes gehe ich hierher, sage rechte Maustaste, sage in diesem Fall, diese Zeichnung soll exportiert werden, wähle hier DXF aus, wähle hier meinen Desktop am einfachsten aus, gebe den Namen gleich aus, das heißt FRS 32806, und sage hier in diesem Fall Export. So, ich nehme diese Einstellung her, die hier bei mir eingestellt ist. Und mit OK habe ich dieses DXF des Profils erzeugt. So, im Hikart kann ich jetzt diesen Profilquerschnitt importieren. Das heißt, ich kann es hier mittels Drag und Drop zum Beispiel hier reinziehen und sage hier, dieses Profil soll als Nebenteil eingefügt werden. So, soll in diesem Fall mal optimiert werden. So, Artikelstamm brauche ich hier nicht. So, jetzt ist es so wie ich gesagt habe, dass hier diese Linie einfach auf 0 erzeugt wird. Deswegen muss ich diese Linie und diesen Querschnitt auch abändern. Ich kann hier noch sagen, zum Beispiel unter den Eigenschaften, dass ich den Namen gleich richtig stelle. Dann brauche ich in weiterer Hinsicht auch nicht mehr darauf achten, wenn ich die Datei abspeichere, dass ich einen falschen Namen erzeuge oder nochmal vergeben muss. Ich persönlich tue jedes Mal noch die Sachnummer herkopieren, und dann habe ich einmal grundsätzlich den Namen definiert. So wie gesagt, ist ja hier diese Linie umsonst oder halt auf 0. Das heißt, ich trimmiere diesen Linienquerschnitt hier raus. Jetzt habe ich hier unter Informationen die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier schauen, ob die Linienzüge geschlossen sind. Das heißt, beim Äußeren kommt gleich die Meldung Ausgabe von Berechnungen. Da klicke ich auf Nein, da weiß ich, dieser Linienzug ist geschlossen. Bei der Inneren bekomme ich gleich die Meldung, dass der Linienzug nicht geschlossen ist. Das heißt, hier ist im Prinzip die Linie nicht ganz geschlossen. Ich kann hier einfachheitshalber zum Beispiel, zeige ich einfach Möglichkeiten, sagen, dieser Bogen, der interessiert mich jetzt in diesem Fall nicht, und ich möchte hier einfach mal über diese Innenecke diesen Querschnitt schließen. Im nächsten Fall sage ich noch, diese Linien sollen ausgerichtet und geschlossen werden, und kann hier zum Beispiel nochmal als Kontrolle sagen, ich möchte diesen Linienzug ausgeben oder nachschauen, und bekomme die Meldung Ausgabe von Berechnungen. Ich brauche diese Berechnung nicht, deswegen wieder mit Nein. Und jetzt weiß ich, das ist der Querschnitt, dass der passt. So, ich kontrolliere jetzt nochmal unter Logical, ob der Querschnitt im Hikart und im Logical richtig liegt. Das heißt,
Ich schaue nochmal nach, 32.806. Das heißt, der Querschnitt im Logical liegt gleich wie der Querschnitt im Haircut. Das ist ganz wichtig. So, als nächstes möchte ich diesen Querschnitt mit dem Schwerpunkt auf den Nullpunkt legen. Dazu muss ich als erstes den Schwerpunkt des Querschnittes berechnen lassen. Das heißt, ich habe hier die Funktion ausgewählt und jetzt hat mir Haircut den Querschnitt hier ermittelt. Jetzt kann ich mit der rechten Maustaste den Punkt verschieben. Das heißt, ich kann hier mit der Enter-Taste die Punktoptionen auswählen und sagen, der Querschnitt soll mir hier auf absolut 0, 0 gelegt werden. So, das heißt, der Querschnitt ist jetzt fertig. Den kann ich jetzt abspeichern. Mit der rechten Maustaste kann ich hier sagen, Teil speichern. Gehe hier ohne Datenbank in meinen Katalog unter Werksnormen, Logical. Ich habe hier schon den Ordner FRS angelegt, wo ich hier mein, in diesem Fall drittes Profil hier ablege. Mit Speichern ist dieser Querschnitt jetzt im HiCut hinterlegt und wird beim Einbau, wird immer vorher geschaut, ist der Querschnitt im HiCut hinterlegt. Wenn ja, wird dieser Querschnitt genommen, ansonsten wird der Originale vom Logical genommen. Das heißt, ich importiere diese Position nochmals. Und jetzt, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sollte auch dieses Sockelprofil im 3D erscheinen. Es wird jetzt noch immer die Meldung kommen, weil es ja noch andere Querschnitte auch betrifft. Aber ich sehe hier in diesem Fall, dass dieses Sockelprofil jetzt in diesem Fall schon richtig übergeben worden ist. Und somit kann ich hier meine Querschnitte optimieren, beziehungsweise mein 3D-Modell optimieren, damit die Querschnitte alle richtig ans HiCut übergeben werden und auch richtig erzeugt werden.